Hallo und herzlich willkommen hier bei Paradox Games zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes. Und nun mit dem zweiten Kit des heutigen Tages, nämlich Starkiller, nicht Star-Lord. Wichtiger Unterschied, ganz, ganz wichtiger Unterschied. Wer? Star-Lord. Wer? Na, Starkiller. Ach so, ach. Okay, war vielleicht ein bisschen doof, gebe ich zu, aber der musste einfach sein. So, also, Starkiller ist hier. Er ist ja derjenige, für den wir die letzten vier Charaktere brauchen, also Dash Render, Kai Katarn, Darth Talon und neuerdings seit heute auch Mara Jade. Das sind ja die vier. Und ja, jetzt ab nächster Woche ist dann auch Starkiller im Spiel und hier ist jetzt dann sein Kit. Und es ist tatsächlich, also ich sag mal, zumindest seinen Aufwand wert. Also das Kit ist tatsächlich sehr, sehr stark und ich würde einfach sagen, wir gucken einfach rein. Falls ihr das Kit zu Mara Jade noch nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt noch oben drauf klicken oder später könnt es euch schon für danach schon einmal merken. Und jetzt gibt es halt Starkiller und ein richtiges Deep Review mit Roster-Empfehlungen und allem drum und dran werde ich wahrscheinlich nochmal in einem separaten Video machen müssen, weil das Kit ist doch ein bisschen knackiger und nicht ganz so eindeutig, und wenn ich da jetzt auch noch Empfehlungen geben würde, würde das wahrscheinlich wieder den Rahmen sprengen. Deswegen auch gerne unten in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt, was für eine Teamzusammenstellung da für ihn aller Wahrscheinlichkeit nach das Beste sein wird. Ja, Starkiller selbst ist dunkle Seite, Angreifer und ein unangepasster Machtnutzer. Das ist ganz, ganz wichtig, weil er hat nämlich Synergien zu anderen unangepassten Machtnutzern. So, seine Fähigkeiten ist der Imbued, wahrscheinlich der aufgeladene Lichtschwertschlag. Der sieht schon sehr, sehr geil aus. Ein Lichtschwert, das mit dunkler Energie gespickt ist, mit Machtblitzen und dann richtig zuhaut. Sieht schon geil aus, das zieht sich auch durch das ganze Kit. Also da haben sie sich richtig spektakulär was einfallen lassen, um diesen doch sehr, zumindest in der Star Wars Spielewelt, sehr ikonischen Charakter zu würdigen, könnte man sagen. So, seine Basisfähigkeit auch mit einem Zeta fügt dem Gegner zweimal physischen Schaden zu. Und wenn Starkiller an der Reihe ist oder wenn es Starkillers Zug ist, dann verursacht er auch noch Schock für eine Runde und fügt außerdem auch noch allen Gegnern auch noch physischen Schaden zu, der nicht gekontert werden kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja durchaus eine gewisse Relevanz. Also hier schon ein Zeta und hier sieht man auch schon, dass Unleashed ist, also wenn seine Macht quasi aufgeladen ist, das Unleashed, er kommt ja aus dem Spiel, The Force Unleashed, also quasi hier, also wenn er Unleashed ist, dann reduzieren sich beim Einsatz seiner Basisfähigkeit seine sämtlichen Cooldowns um 1. Sein erstes Special, und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu weit runter scrolle, denn es gibt quasi eine Fähigkeit und die müsst ihr euch auf euch wirken lassen. Das wird gleich sehr, sehr spannend werden. Also, seine erste Special ist nämlich der grenzenlose Machtwurf mit 4 Runden Cooldown. Hat hier bereits schon ein Omikron, es kommt gleich auch noch ein weiteres Omikron. Und zwar fügt dem gegnerischen Ziel physischen Schaden zu und verursacht Verwirren und verwundbar für 2 Runden, dem nicht widerstanden werden kann. Verwunden, das hatten wir auch schon bei Mara Jade, ist das auch schon. Verwundbar sein heißt, der Gegner wird auf jeden Fall kritisch getroffen, wenn er kritisch getroffen werden kann. Habe ich da auch schon einmal kurz erklärt, nur nochmal zur Erinnerung. Außerdem erhält er zusätzlich 25 Stapel von Machtenergie und dieser Fähigkeit kann nicht ausgewichen werden. Das heißt also, er bekommt 25 Stapel Machtenergie, das könnt ihr euch auch schon mal im Hinterkopf behalten, die ist nämlich ganz wichtig für Unleashed. Und wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich wird das irgendwie in irgendeiner Form miteinander zusammenhängen. Wenn er nämlich Unleashed ist, dann wird zusätzlich außerdem auch noch Buff-Immunität und Heilimmunität für 2 Runden verursacht, der nicht widerstanden werden kann. Das ist ziemlich cool, aber es geht noch besser, denn das ist das... Ich glaube, das ist eines der heftigsten Omikrons, das ich bisher gesehen habe. Das ist nämlich, solange wie er unleashed ist, wenn er unleashed ist, dann entfernt, dann verursacht er nicht nur Buff-Immunität und Heilimmunität, sondern er entfernt sämtliche Debuffs auf den eigenen Verbündeten
und die hinzugefügte oder die verursachte Buff-Immunität und Heilimmunität kann weder kopiert, entfernt oder verhindert werden. Und das für 2 ganze Runden. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Also tatsächlich ein 2 Runden lang anhaltende Buff- und Heilimmunität. Heilimmunität, ja, hatten wir schon, aber Buff und Heilimmunität lockt, das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich sportlich. Seine zweite Special ist der Machtrückstoß. Und zwar Cooldown 4 Runden, hat hier ein zweites Omikron. Und zwar entfernt sämtliche Buffs auf dem ausgewählten Ziel und fügt allen Gegnern physischen Schaden zu, dem nicht ausgewichen werden kann. Dieser Angriff fügt 5% mehr Schaden zu für jeden Buff, der entfernt wurde. Das heißt, auch hier überlegt, muss man sich nur mal überlegen, ne, so ein Heavy Buff Team, Padme voll aufgeladen, bam, geiler Scheiß. Hier 40 Debuffs, 40 mal Heilung über Zeit pro Nase und die entfernt er einmal und dann macht's zack. Dann sind die alle kaputt, weil dann macht es dann unglaublich pervers viel Schaden. In der großen Arena ist das nicht nur ein Gegner, sondern da sind dann tatsächlich alle Gegner betroffen. Also ne, normale Fähigkeit entfernt Buffs auf dem einen Ziel und fügt entsprechend Schaden dann zu auf allen Gegnern. Und in der großen Arena sind es halt alle Buffs. Das ist schon, das kann schon in der großen Arena, glaube ich, macht das ziemlich, ziemlich Spaß. Jetzt kommt eine Fähigkeit, die er bekommt und das spoilere ich jetzt schon mal. Ich kann das leider nicht skippen, weil das ist von der Animation her einfach genial und viele Leute haben sich das gewünscht, haben gewünscht, ja, ich will ihn unbedingt, ich will diese Animation haben. Es kommt, es gibt nämlich eine gewährte Fähigkeit, wenn er quasi den Status Unleashed erreicht und diese heißt Size Means Nothing. Und das, meine Lieben, müsst ihr euch quasi kurz auf euch wirken lassen. Ja, also wie gesagt, Fans des Spiels werden sich denken, oh, da kommt jetzt Gänsehaut. Na, geiler Scheiß. Er zieht mit der Macht einen Sternenzerstörer auf dem Planeten. Wow. Total geil. Also, das ist tatsächlich eine der, ich glaube, coolsten Animationen für einen Charakter und auch eine durchaus kräftige Fähigkeit. Denn er ist keine galaktische Legende, aber diese Fähigkeit, granted, diese Size, diese Größe bedeutet nichts. Fähigkeit ist tatsächlich einem Ultimate gleichzusetzen, nahezu. Das ist wirklich eine Sache, die man mit Bedacht einsetzen muss, denn sie ist Limit One Use per Battle. Die ist nur ein einziges Mal im gesamten Kampf einsetzbar. Und zwar, wenn man diese Fähigkeit einsetzt, dann fügt er Schaden in Höhe von 80% von seiner Gesundheit an allen Gegnern zu und betäubt diese für eine Runde. Diesem Stun-Effekt kann nicht widerstanden werden. Außerdem stellen Verbündete 100% Gesundheit und Schutz wieder her und falls dieser Angriff einen Gegner besiegt, dann erhält Starkiller einen weiteren Zug. Einen Bonuszug und dieser Fähigkeit kann nicht ausgewichen werden. Das heißt also, er trifft auf alle Fälle mit 80% seiner Maximalgesundheit auf die Gegner und das ist schon 80% Maximalgesundheit, wenn der mal auf R9 ist, das knallt richtig gut. Dann sind das irgendwie so 125.000 Schaden. Das ist schon mächtig. Das ist schon für eine Fähigkeit schon sehr, 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 sehr stark, muss man tatsächlich sagen. Wie bekommt man diese Fähigkeit jetzt? Und zwar hat das mit der Force Energy zu tun. Und zwar, seine einzigartige Fähigkeit Force Machtenergie ist, er hat grundgenerell mit Zeta 30% Konterchance, kritische Trefferchance, erhöhte Verteidigungsdurchdringung und Angriff. Und natürlich ist er immun gegen 4, also quasi, wenn das Zeta hat, er bekommt einmal alles plus 30 sozusagen. Ja, also wäre das dann so All Stats plus 30% quasi. Außerdem erhält er 4 Stapel von Machtenergie bis zu 100 Stapeln. Jedes Mal, wenn er einem Gegner Schaden hinzufügt. Und das wird auf 5 erhöht, falls es sich dabei um einen kritischen Treffer handelt.
erinnern uns, hier gibt es 25 Stapel von Machtenergie, wenn er seine grenzenlosen Machtwurf einsetzt. Also da gibt es auch schon mal 25 Stück. Wenn das kritisch trifft, kommt wahrscheinlich nochmal zusätzlich was dazu. Sobald er 100 von diesen Machtenergie angesammelt hat, verliert er alle Stapel und wird unleashed. Dann ist Starkiller unleashed bis zum Ende des Kampfes. Also blauer Buff ist dann vollkommen, ist dann tutti paletti. Wenn er unleashed ist, dann erhält er 70% Konterchance, kritische Trefferchance. Also das, was er gerade vorher schon mal gehabt hat, nur nochmal plus 70% on top dazu. Er entfernt sämtliche Debuffs, die er hat. Er bekommt einen Bonuszug. Seine Cooldowns werden komplett auf 0 runtergefahren. Und falls, und das ist jetzt das Wichtige, falls kein Verbündeter eine galaktische Legende ist, erhält er diese Size Means Nothing Fähigkeit nur dann, also wenn er unleashed ist und wenn kein Verbündeter eine galaktische Legende ist. Na gut, das wäre auch ziemlich krass, wenn da jetzt eine galaktische Legende und boah, sowas wie Jedi Meister Luke oder sowas und der versteckt sich dann dahinter, hinter dem Tank oder sowas und man kommt nicht wirklich an ihn ran und dann macht er kräftig klatsch, 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 klatsch. Irgendwann macht es dann Röms und alles ist tot. Das wäre schon ein bisschen sehr, sehr heftig. Aber jetzt denkt ihr euch, hä, ich komme nicht auf Jedi Meister Luke. Warum Jedi Meister Luke? Was soll denn das eigentlich? Das ist doch dunkle Seite. Ja, das hat mit seiner zweiten Special, mit seiner zweiten Unique zu tun. Da komme ich gleich zu. Auf jeden Fall wird er, wie gesagt, hat er unleashed, bekommt diese Bonuseffekte und genau, das ist das. So, jetzt habe ich mich verwirren lassen, weil da noch so viel Text war, aber das war ja schon, das war ja alles schon vorher erklärt. Also, die zweite einzigartige Fähigkeiten, da ist sehr, also ein sehr großer Konflikt in dir. Und das ist jetzt der Grund, weshalb ich gesagt habe, Jedi Meister Luke als zum Beispiel Pendant ist eine Möglichkeit. Denn es ist mit einer Omikron-Fähigkeit und, also ich hatte schon gesagt, das Oberen ist mit dem nicht, mit den zwei Runden nicht entfernbar und so, ist schon ziemlich krass. Das, mein, ich glaube, das schlägt alles, was wir bisher gehabt haben an Omikrons. Zu Beginn des Kampfes ist, wenn kein Verbündeter, keine verbündete galaktische Legende da ist und Starkiller als Verbündete genau einen Jedi, einen Heldeseite Verbündeten, der unangepasste Machtnutzer ist, einen Sith und einen dunkle Seiten Verbündeten, der auch ein unangepasster Machtnutzer ist. Da habe ich mich tatsächlich gerade vertan. Hopsala, Jedi Meister Luke, 20 Grad. Blitzding. Weg. Vergesst es. Ich hatte vergessen, dass das nur dann zählt. Aber niemandem weitererzählt. Ich mache auch Fehler. Ist okay. Also, wie gesagt, wenn er einen Jedi, einen Sith, einen helle und eine dunkle Seite Machtnutzer dabei hat, dann bekommt er folgende Boni. Und das tatsächlich, dieses Unique ist nur dann aktiv. Und zwar erhält er und alle Verbündeten 100% kritischen Schaden und maximal Gesundheit, 35 Tempo, 100% Maximalschutz bis zum ersten Mal, wo Starkiller besiegt wurde, weil es kann ja sein, dass er revived wird oder so. Man weiß ja nicht, wen man da reinsetzt, die alte Dakka zum Beispiel oder so. Und alle sind immun gegen Verwirren und Betäuben. Wie gesagt, nur wenn diese Bedingung eintritt. Und jetzt kommt das Omikron. Während man in der großen Arena ist, wenn diese Bedingungen eingetreten sind, wird das Zusätzliche gewährt. Zusätzlich zu dem, was hier schon war. Und zwar Jedi-Tank-Verbündete. Ganz explizit Jedi-Tank-Verbündete erhalten Spott für eine Runde. Alle Verbündeten erhalten zusätzlich nochmal 35 Tempo, also insgesamt 70. Gegner, die über Debuffs verfügen, also gedebuffte Gegner, fügen grundsätzlich 50% weniger Schaden zu. Jedes Mal, wenn ein Sith-Verbündeter eine Basisfähigkeit einsetzt, dann wird Starkiller zur Unterstützung gerufen und fügt dabei 20% weniger Schaden zu. Und jedes Mal, wenn ein anderer dunkle Seite unangepasster Machtnutzer, ein unangepasster Machtnutzer der dunklen Seite, boah, da ist ja wieder der Zungenbrecher schlechthin, eine Special Ability benutzt, eine Spezialfähigkeit benutzt, dann erhalten alle Verbündeten kritische Trefferimmunität für eine Runde. Außerdem, weil es hört ja nicht auf, wenn Starkiller selbst eine Spezialfähigkeit einsetzt, dann reduzieren sich die Cooldowns von verbündeten helle Seite Heilern um 4. Um 4! Das ist schon echt viel.
Außerdem erhalten Jedi-Tank-Verbündete Schadensimmunität und Spott für eine Runde. Das ist ziemlich, ziemlich heftiger Shit. Dieses Team oder dieser Charakter in der Defensive in der Grand Arena mit Omikron, das ist heftig. Wenn man ihn bufft und er kommt vielleicht auf seine 400 Speed oder sowas mit dem Ganzen und der ganze Klimbim drumherum auch, ist schon ziemlich, 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 ziemlich heftig. Ja, das ist das Kit. Also es ist stark. Richtig, richtig, richtig stark. Sehr, sehr viel. Und da gibt es so viele Kombinationsmöglichkeiten. Insbesondere diese Geschichten hier sind schon, also sein zweites Unique ist tatsächlich schon so eine Sache, wenn man diese Bedingungen nicht erfüllen kann, dann braucht man das auch gar nicht. Ansonsten ist es ziemlich, ziemlich stark. Und sie haben auch schon bereits eine Empfehlung für eine Synergie gegeben. Und zwar Lord Vader, oder nein, Entschuldigung, es ist ja, ach, ich gewöhne mich da einfach nicht dran. Es ist Darth Vader, es ist Visasma, ey, komm, come on, hey, Visasma, Kylo Ren und Juhani. Und man denkt sich nur, what? Ja, also wir haben alles zusammen. Wir haben mit Darth Vader einen Sith, wir haben mit Visasma einen unangepassten Machtnutzer der hellen Seite, mit Kylo Ren einen unangepassten Machtnutzer der dunklen Seite und mit Juhani einen Jedi-Tank. Also alle Bedingungen, die entsprechend hier in diesen quasi if-then-else, in diesem wenn-dann-tue-Bedingungen erfüllt sind. Also wenn diese vier Sachen sind, dann passiert das. Und ich bin mir tatsächlich nicht so sicher. Das muss ich. Ich habe mir die Kits jetzt gerade noch nicht. Ich habe zwar den Tag über Zeit gehabt, musste ein bisschen arbeiten, bin deswegen noch nicht dazu gekommen. Aber ich muss mir das nochmal genauer zu Gemüte führen, welche Charaktere da tatsächlich wirklich sehr, sehr gut sind. Und es wäre ja mal was, wenn tatsächlich in dem Moment diese Charaktere hier wirklich eine Synergie hätten. Das wäre tatsächlich sehr, sehr spannend. Gut, Darth Vader vielleicht nicht unbedingt. Da müsste man gucken, ob man vielleicht einen anderen schönen Sith vorweg bekommt oder sowas, den man da ganz gut nutzen kann. Weiß ich jetzt gerade aber auch nicht. Ansonsten ist Darth Vader, keine Ahnung, den zerreißt's. Der, ne? Der möchte beim Palpatine mitspielen, der möchte gerne bei dem Team mitspielen, der möchte vielleicht auch noch auf anderen Partys mitspielen oder so. Also es ist Darth Vader. Ja gut, okay, ich meine, hat ja schon eh Beine und Arm ab, kann er ja gerne mal seine Roboter, kann er ja hier mal abschrauben und mal weiterverteilen, kann sagen, hier, guck mal, kannst du ja leihweise haben oder so ins Team. Wer weiß, was der so tut. Ja, das ist das Kit zu Starkiller. Und schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr denkt, ist es das wert? Wie gesagt, er ist ein Unlock-Charakter mit Reliktstufe 5 für die vier neuen Marquis-Charaktere. Das heißt also, für alle, die Free-to-Play spielen, frühestens in einem halben, dreiviertel Jahr wahrscheinlich zu erreichen, wenn man nicht irgendwie Kristalle investiert, muss man dann mal abwarten. Also, schreibt mir da rein, was ihr denkt. Das Kit ist ziemlich cool, auf jeden Fall. Geil, Mann, Sternenzerstörer vom Himmel holen. Boah, fette Sache. Richtig, richtig cool. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Deswegen Daumen hoch, Kanal abonnieren, Video teilen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal hier bei Star Wars Galaxy of Heroes. Wahrscheinlich dann mit den Omikron-Videos und so weiter und so fort. Ne, kennen wir ja alles schon. Und ja, bis dahin, stay tuned, bleibt gesund und vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin der Simme. Ciao.